Ich schließe die Beratung zu Tagesordnungspunkt 3 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19/5478, mit dem Thema Cannabis legalisieren, Drogenpolitik neu ausrichten. Herr Kollege Lammler, erteile ich Ihnen das Wort und darf Sie bitten, ans Rednerpult zu kommen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer hier auf der Tribüne und zu Hause, kurze Frage an Sie vorab. Wer von Ihnen hat noch nie im Leben Cannabis konsumiert? Ein ganz kurzes Zeichen. Das sind jetzt nicht so viele. Vielen Dank für das eindeutige Statement. Meine Damen und Herren, verzeihen Sie mir bitte diesen Anfang, aber ich hoffe, ich habe jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, die deutsche Drogenpolitik setzt seit ca. 40 Jahren fast ausschließlich auf das Mittel der Prohibition und verfolgt damit das unrealistische Ziel einer drogenfreien Gesellschaft. Das geringe Sucht- und gesundheitsgefährdende Cannabis bleibt verboten, während zugleich wesentlich gefährlichere Substanzen wie Alkohol und Tabak als Gesellschaftsdroge ganz normal akzeptiert werden. Es wird an Gesetzen festgehalten, die wenig wirkungsvollen Jugendschutz bieten. Es wird an Gesetzen festgehalten, die die tatsächliche Gefährlichkeit von Cannabis falsch bewerten. Es wird an Gesetzen festgehalten, die Polizei und Gerichte überlasten, sowie die Bürger Jahr für Jahr Millionen an wirkungslos eingesetzten Steuergeldern kosten. Erst am 20. Januar diesen Jahres wurde im Bundestag eine Petition mit schwarz-roter Mehrheit abgelehnt, die Legalisierung von Cannabis forderte. Damit ist wieder einmal eine historische Chance vergeben worden, diese unsinnige Regelung zu korrigieren. Vier Jahre hat die Bearbeitung dieser Petition gedauert. Und zwischenzeitlich wurden 20 Mehrfachpetitionen zu diesem Thema eingereicht. Aktuell laufen wieder einmal mehrere Petitionen, die sich für die Entkriminalisierung von Cannabis einsetzen. Unter anderem haben die Piraten aus Köln, Dortmund und Münster solche Petitionen gestellt. Meine Damen und Herren, gleichzeitig fordern 122 Strafrechtsprofessorinnen und Professoren vom Deutschen Bundestag die Einrichtung einer Enquetekommission zum Thema erwünschte und unbeabsichtigte Folgen des geltenden Drogenstrafrechts. Rechtswissenschaftler, absolute Fachleute bezeichnen in dieser Resolution den Zweck der Verbots- und Strafkultur als systematisch verfehlt. Systematisch verfehlt, das muss man sich mal einfach anhören. Diese Verbote mit ihren Folgen seien schädlich für die Gesellschaft, die Konsumierenden sowie unverhältnismäßig kostspielig. Die Piratenpartei steht für eine repressionsfreie Drogenpolitik und will ein Ende dieser gescheiterten Straf- und Verbotspolitik, meine Damen und Herren. Wir lehnen die heutige wissenschaftlich nicht haltbare Unterscheidung in legale und illegale Stoffe ab und fordern die objektive Bewertung und Handhabung aller psychoaktiven Substanzen alleine anhand ihres Gefährdenpotenzials. Die derzeitige, nicht faktenbasierte Bevormundung Erwachsener beim verantwortungsvollen Umgang mit Rausch und Genussmitteln widerspricht der Grundüberzeugung der Piraten und unserem Verständnis einer mündigen Gesellschaft. Die bisherige Kriminalisierung der Konsumenten muss beendet werden und der damit verbundene Schwarzhandel durch kontrollierte Erwerbsstrukturen ersetzt werden. Demgegenüber muss Prävention ehrlich und sachlich sein, um nachhaltig überzeugen zu können. Alle Beteiligten und Betroffenen müssen zur Gestaltung ideologiefreier und realitätsorientierter Konzepte einbezogen werden. Wir fordern als Sofortmaßnahme die Anhebung der geringen Menge zum Eigengebrauch auf 30 Gramm. Und das können wir hier in NRW jetzt schon tun. Wir sollten auch darüber nachdenken, die Eigengebrauchsmenge sukzessive anzuheben, von 30 auf 50, von 50 auf 100, also auf die maximal vom BGH zugelassene Menge. Meine Damen und Herren, die Berichterstattung in den letzten Wochen, Sie lesen ja alle Zeitungen,
zum Thema Legalisierung von Cannabis nimmt zu. Sowohl die Lokalzeitung als auch die überregionale Presse wie die SZ oder die FAZ sind nur so gespickt mit diesen Artikeln. Und das ist auch kein Wunder. Der gesellschaftliche Diskurs über die Cannabis-Legalisierung ist in anderen Ländern bereits weiter fortgeschritten. So hat sich die Straf- und Verbotspolitik in Uruguay, in mehreren Bundesstaaten der USA, in den Niederlanden, in Tschechien, in Portugal gewandelt. In den USA, das müssen Sie sich mal reinziehen, ja, dem Law-and-Order-Staat schlechthin. Und, meine Damen und Herren, erkennen Sie eigentlich die Zeichen der Zeit? Ich bin mir nicht sicher, aber lassen Sie uns mit dieser widersinnigen Verbotspolitik endlich Schluss machen. Es ist Zeit, die Drogenpolitik neu auszurichten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.